So, hallo, erste Runde mit sechs Leuten. Wir sind auch gerade schon drin, weil wir Ich bin kurz wieder starten da. mussten, damit die Lobby, Sehr gut. damit die Lobby Cool. lebt. Wo ist Counterfight? Und genau. Er ist in Frankreich. Counter ist in der Runde kurz raus. Bin ich? Okay. Ah, Frankreich ist nicht da. Ach so. Ja, okay. Nice. Ach, gerade ich hasse eine. Sehr gut. Dann liegt hier tot. Okay, Self-Report. Oder sowas. Ich glaube, Reggie ist es. Der ist einfach umgefallen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt. Nur weil er neben mir einen Herzinfarkt hatte? Was ist okay, Rob, du wolltest eine schnelle Runde. Ja, du hast deinen Namen in das Death Note geschrieben. Ich verstehe schon. Ja, was echt? What the fuck? Gut. Ich war einfach im Meeting Room. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin ich mit hab, nichts. Ich hab's ja extra so betont, damit das klar ist. Okay, Counter, du bist wieder da. Mal Fanny, willkommen! Ich bin wieder da. Oh mein Gott. Meine Uhr hat mir gerade gesagt, der Lautstärkepegel in dem Raum hat 90 Dezibel erreicht. Ich sollte leiser, leiser lachen. Alter, krass, Uhr. Keine Uhr überwacht dich einfach. Okay, ja, dann jetzt nochmal herzlich willkommen zurück zur Aufnahme. Hallo. Wir hatten kurz spontan gestartet, weil die Hallo. Lobby sonst zusammengebrochen wäre. Deswegen hatten wir eine ganz kurze ich spreche Runde. Auch gleich zusammen. Und jetzt, ja, genau. Und jetzt geht's wieder richtig los. Wie ist es von der Einstellung her? Was sollen wir jetzt noch einen Task zurückgehen, dass es die wieder ein bisschen leichter haben oder? Ja, vielleicht ein Task weniger. No, oder einer macht einfach keine danach würde ich Task. Aber sagen, wir werden immer noch mal merken, dass es zu einfach ist für den Imposter, würde ich einfach die Kill-Cooldown immer weiter hochdrehen tatsächlich. Ich will völlig die Map wechseln. Ist 50 nicht das? Aber wir probieren es erstmal so, würde ich sagen. Ja, passt so. Okay. Wir machen das einfach so, wenn Connor das gewinnen sollte, wissen wir, das stimmt was nicht. Das stimmt. Gut. So. Let's go. So. Der Opa macht die Aufnahme an. Da läuft die Aufnahme. Ja moin, ja moin. Jetzt wird's aber besonders interessant. Startet jemand mit mir hier? Offensichtlich nicht. Okay, ich bin schon mal alleine hier gestartet. Dann habe ich wohl wieder die komische Safe. Na, da kann ich jetzt erstmal eine Weile rumstehen. Sabotieren. Oh, okay, ich kann nicht sabotieren. Ah, doch, jetzt. Jetzt kann ich sabotieren. Darauf kann ich hierzu machen. Und hierzu machen. Und dann den Gap Room starten? Geht das? Das ist so ein bisschen nervig, ist alles. Es geht sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir jemanden hier unten zufällig finden, während die meisten ja hochlaufen müssen. Oh, die haben den aber richtig schnell geklärt. Die haben den Gap Room aber richtig schnell geklärt. Oha. Na gut, aber immerhin haben wir damit schon mal einen Kill gemacht. Ich glaube immer noch zwei Imposter sind bei 7 Leuten zu viel. Aber es ist halt schwierig. Ein Imposter ist bei 7 Leuten zu wenig. Zwei Imposter sind bei 7 Leuten zu viel. Es gibt eigentlich kein gutes Mo. Deswegen müssen wir wirklich den Cool Kill down. Entsprechend. Entsprechend arrangieren. Ja, zwei tot. Okay, sehr gut. Oh. Junge, ist okay. Das nervig, die ganzen Tür an mir. Das sind die beiden, die jetzt bei mir waren und die ich dachte, okay, die sind nicht das, die würde ich gleich mal klären. Du hast jetzt eine Bestätigung. Auch nicht.
Ja. Also, ich habe niemanden gesehen die ganze Runde, außer Reggie einmal, weil der das rechte Panel gefixt hat, während ich das linke gefixt habe. Okay, wer hat reported? Dann hast du nicht Robbio gesehen. Ich habe Robbio nicht gesehen. Robbio war, als ich da war, auf der rechten Seite von Records. Ich habe nicht gesehen, wie du die Zahl eingegeben hast, ja. Ja. Ich hab Robbio nicht gesehen, ich bin durch Records durchgegangen und nach rechts weiter, dann ist Robbio wahrscheinlich eine Runde gegangen. Wo ist die Leiche, die du gefunden hast? Die ist, rechts am Ausgang von Engine Room, direkt hinter der Tür war die. Mhm. Und das ist wer gewesen? Nico. Ja. Meine, ich hätte rot gesehen, also Nico wahrscheinlich. Nico wurde reportet, ja. Benny ist also auch tot. Benny, also habe ich zuletzt den Electrical gesehen. Counter, von wo kamst du denn? Ich kam gerade von der anderen Seite, von Armory hoch. Von den Tod. Bin ich dann gegangen, hab dann da die Wirings gemacht. Und dann lag er hinter Tor 3, sag ich mal. Okay. Also ich kam halt, im Moment bin ich bei Electrical. Also ich war in der Main Hall, bin dann runtergegangen. Deswegen wahrscheinlich habe ich ihn gerade verpasst. Von dem, wo warst du denn? Ich war, wie gesagt, ich habe Benny zuletzt bei Electrical gesehen und bin dann Richtung Viewing Deck, Armory und Cockpit bin ich jetzt zum Schluss gewesen. Okay, also müsstest du ja rein theoretisch in der ähnlichen Richtung ausgewählt gewesen sein wie Fight. Wo wäre denn dann die andere? Ja, ich glaube, Fight war ein bisschen vor mir, so wie es jetzt geklungen hat. Da ist nichts. Und dann hast du gesehen, wo Benny hingegangen ist? Nein, Benny habe ich in Electrical zum Schluss gesehen. Ja, in Electrical. Wo in Electrical? Achso, ja, also wir sind uns oben begegnet. Ich bin nach links weiter, er ist nach rechts weiter. Ja, würde ich auch. Conan's Story klingt am wenigsten plausibel von allen, die ich gehört habe. Ist er dann vielleicht im Medical? Liegt da vielleicht der andere rum? Medical war ich zuletzt. Also in Cargo Bay Lounge und Records war keine Leiche. Ja, also in Cargo Bay und Medical war ich zuletzt, da lag niemand. Okay. Okay. Da redet man mal mehr, dann ist es auch wieder falsch. Ja gut, dann kann ich jetzt noch ein bisschen sabotieren, ne? War es dann auch schon. Aber damit ich Fight nicht selbst sabotiere, achte ich ein bisschen drauf, was ich hier sabotiere. Kann ich überhaupt sabotieren? Ich weiß es gar nicht. Ich kann das Geist nichts sabotieren, oder? Oder geht es nicht, weil er gerade Fixed Nights macht? Ich weiß gar nicht, ob ich sabotieren kann. Doch, ich müsste schon, glaube ich, gehen. Grundsätzlich. Vor allem kann ich Türen zu und aufmachen, wahrscheinlich. Aber solange die Lights nicht gefixt sind, kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt würde es wieder gehen. Pass auf, dann ärgern wir irgendjemanden mit einer Tür. Wir suchen uns mal jemanden, den wir mit den Türen ärgern. Oh, der ist schon tot. Hä? Ich hatte hier einen geportet zu Reggie, da ist niemand. Ah, jetzt. Okay, pass auf, ich mache ihm die Tür vor der Nase zu. Okay, ich war zu langsam. Oder habe ich die hier zugemacht? Ich weiß es nicht. Ich wollte mich auch langsam auf den Weg dahin begeben. Yep. Weil es ist lange her, ist das, was passiert ist. Ja, alles gut. Ich war gerade bei Vitals und habe gesehen, dass Robbio tot ist und bin von Vitals ganz zu dem Button marschiert, ohne jemanden anzutreffen und habe dann den Button gedrückt. Gut, ich wollte Fight. Weil
wir haben beide für Conan eben gewotet, dann kann es eigentlich nicht sein. Korrekt. Ich halte das auch für am wahrscheinlichsten. Kämpfig mal. Okay. Ich hab doch gesagt, Conan und Veit, warum hört man eigentlich keiner zu? Und Xehanort, ja? Ich war oben bei Records, du bist mega an mir vorbeigelaufen. Ich war ganz oben halt. Ja, ich hab mich auch schon gewundert. Ganz oben bei Records. Ich hab gedacht, ja, erzähl mal ein bisschen mehr. Checken kannst, auch wo die Leute falsch sind. Achso, du, also lagst du da tot oder warst du ja da noch am Leben? Ich war tot, ganz oben, ja. Oh, lol, ja, okay. Gut, dann wahrscheinlich ich, wahrscheinlich, einfach... wahrscheinlich in dem Winkel der Sichtbarkeit. Wahrscheinlich im, wahrscheinlich im roten Winkel. Ich hab, ja, wahrscheinlich habe ich die gerade genau gesehen, ja. Was war jetzt an meiner Benny-Geschichte so sass? Alles. Ich habe Benny tatsächlich dort getroffen, also, bis halt auf, dass ich ihn getötet habe, aber ansonsten. Ja, also erstens, ja, erstmal dachte ich, dass du ihn getötet hast und zweitens, in deiner Geschichte war deine Endposition ungefähr da, wo Veit war und, nein, also war sie nicht. Nee, wo ich war. Meine Endposition war die Wahrheit. Ich bin gerade in Electrical gekommen, ich habe ihn irgendwo gesehen, ich habe am Ende gesehen, dass Bennys Haustier rechts in Electrical war. Aber du hast dich so verschlossen verhalten, wo du genau in Electrical warst, das hast du nicht gesagt. Und du warst vorher auch die ganze Zeit so still, deswegen warst du direkt bei mir saß. Genau, erstens warst du am Anfang so still und dann klang das irgendwie unplausibel. Also er hätte okay entweder da sein müssen, wo Reggie war oder da wo Veit war und dann hast du Benny gesehen und Benny war tot und nee, da stimmte vieles nicht. Tut mir leid. Also eigentlich war es exakt richtig, also alles, was ich gesagt habe, hat gestimmt, nur halt bis auf den einzigen Unterschied, dass Benny nicht weitergelaufen ist von Electrical, sondern halt dort gestorben ist. Ansonsten stimmt, ich hab gefragt, wo ist er hingegangen? Da hast du nicht drauf geantwortet. Ja doch, ich habe gesagt, ich bin nach links, er ist nach rechts, aber dann habt ihr mich rausgevotet. Auch nach rechts, stimmt, genau, da habe ich auch noch dran gedacht, dass das nicht sein konnte, weil ich stand nämlich rechts von Electrical und da kam keiner raus. Ah, okay. Okay. Nee, aber meine Endposition, ich war tatsächlich am Ende im Cockpit. Das hat schon gepasst. Ja, ja, ich fand's nur interessant, dass Veit dich nicht erwähnt hat, aber vielleicht hat Aber Veit hat doch gesagt, dass er rechts von Engines war. Und dich nicht erwähnt, weil du der andere Imposter warst, aber... Ich habe ihn aber auch selber nicht gesehen. Ihr habt euch wirklich nicht erwähnt können, also ich habe nichts gesehen, von daher... Wir haben uns nicht gesehen. Okay, alles gut, dann seid ihr genau aneinander vorbeigelaufen, okay. Nur geschlossene Türen habe ich gesehen, dank Conan. Die habe ich. Achso, stimmt, ich wollte gerade sagen, die habe ich nicht, doch, die habe ich zugemacht. Türen haben mich einfach genervt, ja. Der Endgegner. Ich wollte vor allem, ich glaube, ich habe es nicht geschafft, Reggie. Habe ich dir zum Schluss die Tür vor der Nase zugemacht oder nicht? Ja. Ah, okay, doch. Ah, nee, das hast du nicht gerade nicht mehr geschafft. Ah, okay, weil es sah so aus, wie wenn du gerade durchgeschlüpft wärst. Das war so schlimm, ich fange gerade an, minimal Conan zu verdächtigen, auf einmal bin ich tot. Ja. Ja, alles gut, wir haben das aber gelöst bekommen. Also ja, alles gut. Ja, das. Das Ding ist, ich konnte ausschließen, ich habe eure Aussagen zusammengeschoben, dann war für mich persönlich klar, dass nur Veit und Conan es sein können. Und Conan war es dann letztendlich zum Glück auch, aber Veit hat mich einfach gekillt und dann lag ich da so rum, ganz alleine. Tut mir auch leid. Kalt, ja. Ja, gut, alle bereit? Ja. Ich bin immer bereit. Es sei denn, ich bin's nicht. Ich finde übrigens die Einstellung gerade gut, die Runde gerade war, wirkte relativ fair auf mich. Ja, Conan hat verloren, siehst du? Siehst du? Among Us. Oh, endlich wieder Crewmate. Ach Gott. Ach Gott. Na denn. Startet jemand mit mir hier? Oh ja, mehrere. Oh ja, alle. Gefühlt starten einfach alle mit mir hier, dann gehe ich erstmal Müll machen. Oh je. Oh, Reggie ist gerade da runter. Killt Reggie jetzt Dings? Nee, irgendwie nicht. Na gut. Sind beide scheinbar weitergegangen. Auch in Ordnung. Tududududum. Toiletten ist noch nichts passiert. Benny nicht da? Okay, ich bin schon wieder ganz verwirrt hier unterwegs.
Oh! Da gab's einen Tod. Gibt's hier den anderen Tod? Sind doch schon zwei tot. Wo ist die Leiche? Im Meeting Room. Fuck. Und das ist wer? Das war Benny. Okay. Es sind relativ viele am Cargo Bay gespawnt. Okay. Ich nicht. Ich war in Records und. Mir kamen einige. Genau, ich war... Also genau, ich hab dich und Xehan da gesehen in den Toiletten. Ja, ja, Toiletten? Eine Lounge. Ja, Lounge sind die. Ach, stimmt, ja, genau. Dann bin ich zu Records und dann haben sich unsere Wege irgendwann getrennt. Dann bin ich zu Showers und dann zu den Electrical. Dann dreimal gegen die Wand gelaufen, weil ich die Türen nicht verstehe und dann. Deswegen ist es mir vorhin auch so schwer gefallen, zu beschreiben, wo genau ich in Electrical war, weil du das da unten nicht vernünftig beschreiben kannst. Ja, ich bin auf jeden Fall unten rum so lang gelaufen nach oben und dann war da irgendeine Task, die ich schon wieder vergessen habe. Ja. Und dann bin ich Security gewesen und da hat das dann, kurz davor habe ich noch gesehen, dass jemand gekillt wurde durch diesen Sound-Dingens. Ja, der Sound kam aus Richtung irgendwie so zur Linksseite auf jeden Fall. Ja, linksseitig, also nicht, auf jeden Fall nicht Meeting Room dann. Ja. Das war eine andere das Kill. War dann das, andere. Mir kam ein Fight entgegen, der könnte aus der Richtung kommen, wo der Kill passiert ist, aber safe ist das leider nicht. Aber sonst habe ich also keinen. Ich gesehen. Bin vom Engine Room bin ich gespawnt, dann bin ich ins Cockpit, durchs Armory, zum Download in den Viewing Deck und dann Kitchen Security. Ja, gut. Und du hast niemanden gesehen? Ich habe jetzt am Ende jemanden gesehen, aber ich weiß nicht mehr wen. Das sind ja meine, ich habe am Anfang gesehen. Sind ja kannst ganz, du nicht gesehen ganz, haben, weil wir sind Cargo Bay gestartet. Wir sind uns kurzzeitig begegnet, aber wenn du meinst, du hast keinen gesehen, na gut. Hm. Ich glaub dir, dass du diesen Weg genommen hast, nur glaube ich nicht unbedingt, dass du keinen gekillt hast, aber. Das ist dein Irrglaube. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich. Achso, ja dann, okay, wen soll ich voten? Conan vielleicht? Ich wusste es! Verarschen. Wir müssen halt irgendwen. Fight! Okay. Die Zeit war so schnell um, ey. Fuck. Ja, der kam mir entgegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, Leute. Ja. Ach du Scheiße. Ja, irgendjemand muss man wählen. Nein, leise, Conan. Ich sag's doch, warum hört auf mich keiner? Ja, das war 50-50. Die Zeit war um. Ja, aber ich habe recht gehabt. Ja. Das hat mich ein bisschen. Aber ihr habt alle das Geräusch gehört, als ich gestorben bin, ne? Ja, ich habe versucht, da hinzukommen, aber war schon zu spät. Ich habe dann den zweiten Kill gesetzt und ich finde sehr gut, dass Wedge einen völlig anderen Ort genannt hat, wo er die Leiche gefunden hat. Nicht völlig anders, war schon die richtige Richtung, aber ich wollte dich doch ein bisschen decken und wollte kein. Ich dachte mir, dass niemand im Meeting Room ist. Ja, ich weiß, es ist natürlich ein Meme, immer Conan zu voten, aber man muss doch nicht jedes Mal den voten, deswegen muss ich mal Fight geben. Meine Strategie war, ich habe mich an Leute rangeklemmt, weil ich getötet werden wollte und die Hoffnung war, dass jemand mein Geräusch hört und dann den Kill sieht. Ja, ich habe versucht hinzugehen, mir kam da ja Fight entgegen und dann hat reported. Ja, aber Reggie hat mich weit genug weggezerrt, sage ich jetzt mal von allen anderen, dass das nicht aufgegangen ist, mein Plan. Wer hat eigentlich nochmal reported eben? Reggie. Ah, ja, okay. Reggie hat meinen Report, beziehungsweise er hat den anderen Kill, er hat den Kill vom anderen Report reported. Ja, alles gut, ja. Ja, ich dachte, ich muss den reporten, weil wenn er sonst immer gekommen wäre, dann wäre das halt das gewesen. Ja, ich kann nicht jedes Mal Conan voten. Ich schon. Ja, komm, also, ne? Erfolgserlebnisse sind für jeden was. Scheiße, diese Ordneraufgabe, wo man nur einen Ordner. Ja, das ist und dann blöd. Also wirklich, wer das gemacht hat. Ja, ich hab der hat safe gesoffen. Ja, der ist immerhin aber einfach und machbar anders als diese scheiß Safe. Ich hab den Zelt auch bekommen. Ich weiß genau, was er machen muss, das trotzdem nicht geschafft. Ja! Erster Try. Das ist genau das, meine ich. Ich habe ja auch gedacht, ich check, wie es geht, aber... Ja, du darfst nicht verstehen, dass ich auch extrem dumm bin, deswegen so nicht. Nee, bist du nicht. Man, lass dir doch Zeit, Conan. Mach doch langsam. So mach doch langsam. Okay, schau mir deine Eier. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Moment, was? TV-Total. Da wäre ich dabei. Das ist prima.
Imagolo. Viva Among Us. Bringt mir zwar nichts, weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber hey. Oh, kein schlechter Spawn. Wir haben hier gleich zwei Tasks. Dann kann man die doch direkt mal machen. Wieder vergessen, wie der Quatsch hier geht, ne? So, jetzt. Ja. 1,5 Minuten, das kriegen die schon hin. So. Ich habe da jetzt keine Lust zu. Oh, das sieht neu aus. Also die Task gab es schon davor, aber sie sieht insgesamt neu aus, finde ich. Siehste, schon geklärt. Easy going. So. Oh, Burger essen. Zwiebel, Fleisch, Fleisch. Ja, das ist ja eine. Oh, das ist ja eine super Belegung. Genauso essen wir den. Wunderbärchen. Genauso essen wir den. Ich hab nichts mehr, oder was? Ach, weil Comp sabotiert ist. Das ist nicht so gut. So, aber Benny scheint es nicht zu sein. Gibt es schon eine Leiche, ist die Frage. Vielleicht sollten wir langsam mal den Knopf betätigen in Meetingo. Fuck. Ja gut. Chillig. Jo. Gerade noch so gesagt, vielleicht sollten wir langsam mal den Knopf betätigen in Meeting Room. Ja, ich bin gerade zum Knopf gegangen, um das zu verhindern. Oh, schlau. Ich habe mir so gute Ausreden überlegt, aber die musste ich gar nicht benutzen. Voll nice. Ja. Ich dachte zuerst, ich bin safe, weil Reggie hat gerade den linken, das linke Crash Course Ding gemacht und ist rübergekommen mit der Plattform. Von rechts kam Robju. Ich dachte mir, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, dass die beide Imposter sind. Was ist? Beide stehen auf mir und drücken den Kill-Knopf. Ich wollte den killen, du Wichser. Reggie hat einen Kill-Steal gemacht. Ja, da hat mein Noisemaker gar nichts gebracht. Wir haben uns zweimal getroffen, ja, wo sind denn die anderen alle? Und dann kurz die Kameras gezeigt, im Engine Room ist noch einer. Fight, ja. Rache. Ja, ich war der Tracker heute und ich habe am Anfang einmal Conan getrackt und das Problem ist, Conan ist dann nach Electrical reingegangen und ich konnte auf meinem Tracker dann nicht mehr sehen, wo er ist, weil in Electrical alles voller Icons war, weil ich da 5 Pass hatte. Ich bin in diesem Bay gespawnt und habe ich halt gewendet. Oh, da ist Nico. Er hat direkt Nico weggemacht und wieder zurückgewendet. Ja, und dann ein bisschen gechillt, ja. Weil das Problem von dem Tracker ist, die Charaktere werden hinter den Task-Icons angezeigt. Das ist natürlich super Premium. Sorry, Conan, Nico, du warst gerade, dass du meine Sicht nicht siehst, du hättest gerade sehen sollen, wie schnell ich den Safe offen hatte. Das war Wahnsinn. Sehr gut. Weltrekord. Ja. Sehr gut. Ja, ich muss gestehen, ich hatte den Safe eben auch, hab da ein bisschen für gebraucht, weil es am PC ist, das heißt nicht so einfach. Ich hab den bis heute nicht verstanden. Ich musste mir damals ein YouTube-Video angucken, wie der geht. Das wollte ich auch gleich sagen. Ich müsste das heute immer noch. Keiner versteht diesen Tutorial für den Safe. How to open the Safe. Den Task hatte ich bisher noch nicht heute, zum Glück. Sei froh. Ja. Ich wünsche dir den Task. Ich glaube, ich bin jetzt zu müde. Alter, 200.000 Aufrufe, das scheint wohl echt ein Problem zu sein. Ich kenne das, aber ich war mal in einem Escape Room, wo die einen echten Bunk-Safe hatten, den man öffnen musste. Und am Ende musste der Typ, der den Escape Room betreibt, uns helfen, weil wir den nicht aufgekriegt haben. Da musste ich erst einen Einzeller holen, dann 3 Milliarden davon, damit die ein Ohr bilden, um dann das abzuhören. Ja, genau das quasi. So, übrigens okay, für die nächste Runde. Let's go. Das war eine schöne Imposter-Runde. Ich musste nichts sagen, nichts erklären, gar nichts. So. Das war eine klassische Runde, wo Robio dem Mörder zusieht.
war sie. Okay. Okay. Alles ganz normal. Ja, guter Start. Direkt bei einer Task gespawnt. Dup, 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 du. Und komm, sabotiert. Oh no. Aber hier waren ganz viele Tasks in der Nähe. Ich werde die schon finden. Ich werde die auch ohne Comps finden. Irgendwo hier waren doch eine ganze Menge Tasks, oder? War hier dann in den Duschen, war da nicht sogar eine? Nein, shit. Aber hier waren Tasks, meine ich, irgendwo in der Nähe. Ja, hier nämlich. Hallo. So, und dann da unten, genau. Fight. Kam von da oben. Nico ist hier unten. Ah! Wie Report? Wo? Wo? Ich kann reporten, aber wo? Hier unten! Hä? Stopp, das ist Fight! Das gibt's doch gar nicht. Und Nico! Wieder zwei. Also, die Kills müssen beide innerhalb ich der letzten... Ich hab die beide gerade gesehen und jetzt sind die tot. Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, die müssen beide gerade erst passiert sein. Also, ich möchte erstmal sagen, Benny ist es auf jeden Fall nicht. Der hat sehr lange am Safe gestanden. Ich wollte auch sagen, dass es Benny nicht ist, weil ich den gerade die Kombination für den hier Dings Hub eingeben sehen. Hier für Benny, der Safe ist wohl nicht so einfach. Hm? Der Safe war wohl nicht so einfach, hä? Doch, ich habe einfach nur länger gewartet. Ja, genau. Okay, der Schätzchen, okay, ja. Komm, zeig mir, wie du es in 50 Sekunden schaffst. Also, ich sag jetzt, wo ich Dings Fight gefunden habe. Fight liegt in Electrical in der Mitte. Also wenn du Fight, Conan, wenn du da irgendwen noch gesehen hast, also in der Nähe von Nico. Fight und Nico, das. Ja, wenn du irgendwen außer den beiden gesehen hast, nee. Das sind die Killer. Ja, nee. Fight war Sass für mich, weil der mir hinterhergelaufen ist, dann dachte ich so, okay. Und dann mache ich da oben die Task bei Electrical und dann kriege ich plötzlich unten die Meldung Report, denke so, hä, wo liegt denn da jetzt jemand? Geh in die Mitte, dann sehe ich Fighter liegen, dann reporte ich und plötzlich ist Nico auch noch tot. Reggie, wo warst du denn? Ich war zuletzt im Cockpit. Aber ich finde 20% Wahrscheinlichkeit, den richtigen Killer jetzt zu voten. Wer hat denn Communications gefixt? Das war ich. Quatsch, stimmt ja gar nicht. Also ich habe nichts gefixt, ich habe nur Benny beobachtet. Das sind ja 40% Wahrscheinlichkeit, also, den richtigen zu erwischen. Also ich habe Communications gefixt, da war ich in der Armory, habe das mit den Waffen gemacht. Dann war ich in der Kitchen, habe den Burger gemacht und dann bin ich zu Cockpit gegangen, weil ich dann noch die hier die eine Ausrichtungstask hatte. Okay, also Reggie hat Tasks gemacht, Conan hat Nico und Fight in seiner Nähe gesehen, Reggie war sonst wo. Ich war auf dem Weg, die Dings zu fixen, aber dann war schon Report. Ich bin, nachdem ich Benny 3 Jahre beobachtet habe, halt Medical, Electrical, da war auch nichts. Ich hab keine Ahnung, also vielleicht sind es Robschuh und Benny, wenn die sich gegenseitig beobachtet haben, aber ich habe keine Ahnung. Benny hat mir schon gesagt, ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe keine Ahnung, ich vote Robschuh, scheiß drauf. Was? Ich Benny, komm hier, fuck you. Geil. Wenn es Benny und ich wären, dann würde es doch nur einen Kill geben, weil wir beide die ganze Zeit. Also, ja, was weiß ich? Oder habe ich hier. Ich hab absolut keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, dann müssen wir hoffen. Wir müssen irgendwas tun. Knopf drücken oder so, keine Ahnung. Ich probier's. Wir müssen dringend irgendwas. Das ist nicht mehr gewinnbar. Wenn schon wieder 2 Leute tot sind, das ist nicht mehr gewinnbar.
Ja, wobei, wir müssen den Knopf drücken. Wir müssen den Knopf drücken und auf Verdacht den richtigen voten. Oh, ich danke dir. Ich danke dir. Oh, ich danke dir. Schade. Ja. Wollt ihr den Emergency-Knopf drücken? Ja, ich auch. Das dachte ich mir. Conan und ich waren gerade zu zweit dahin unterwegs. Nicht zu zweit. Hab ich. Ja, doch, nee, ich war direkt hinter Conan. Ich hab mir schon gedacht, aber... Nee, ihr wart nicht zu zweit. Cian, doch, Cian war hinter mir. Wärst du noch am Leben, Sank? Warum waren wir nicht zu zweit? Das musst du mir jetzt erklären. Ja, ich war auch da. Ja, gut, ja, das wusste ich, aber ich meine, egal. Zwei Innocente waren da, so. Oh, wie geil das war. Wie geil das war. Ben bewegt sich nicht, ich guck ihn zu und dann gehe ich weg. Oh, mir kommt Fight entgegen, den kann ich ja mal easy wegmachen und dann. Ja, ne? Ich will kurz sagen, ich hab zumindest das richtige Bauchgefühl bei Robju gehabt. Das ist alles. Ja, gut. Ich hab nichts gemacht. Ist okay. Ich hab mal einen gekillt, aber sonst halt hab ich genau das gemacht. Wie bei Conan eben. Ich hab genau das gesagt, wie ich mich bewegt habe, und dann war trotzdem ein bisschen verdächtig. Aber. Ja, da hatten wir einfach nicht genug Infos, um irgendwas zu tun. Ja, das war, ja. Ja. Schade. Im Prinzip ja, weil ich hab ein bisschen gelogen, wo ich Nico gekillt hab. Das war eigentlich in der Küche. Ich hätte vielleicht. Mein Killcooldown war ewig und ich musste halt irgendeinen Sabotage. Ihr müsst ja Nico kurz nach Fight gekillt haben, weil das ging ja echt schnell. Das war wirklich eine halbe Sekunde, bevor der Report kam. Aber ich konnte nicht sagen, dass ich ihn in der Küche gekillt habe, weil das zu nah an Electrical ist. Richtig geil, ja, die Fuck, Burger. Aber wenn ich schneller reportet hätte, hättest du nicht killen können. Ja, ich habe eigentlich auch nur Reggie nicht verdächtigt, weil halt das Problem war halt, dass Conan ausgesagt hat, dass er die beiden noch lebend gesehen hat, noch kurz vor knapp. Ausgesagt? Ja, ja. Der Phoenix Wright Spieler. Ja. Ich bin ready. Ja, ich auch. So, ich möchte wieder Crewmates sein, damit die Crewmates mal gewinnen. Let's go. Also ich und Robby sind ein gutes Team, scheinbar. Ja, anscheinend. Sinnloses Töten, let's go. Hab ich ja rein. Messer. Neuron Activation. Das kann ich wieder leider so gar nicht nutzen. Oh no, seht ihr, was ich sehe? Wir müssen Tresor machen, da müssen wir gleich hin, dass der weg ist. Trotzdem will ich natürlich die anderen Tasks auf dem Weg dorthin nicht vernachlässigen, ne? Das ist auch klar. Ach, Bruder. Ach, Bruder. No, der erste ist schon tot. Okay. Nix, Xehanort, nix. Astreiner Self-Report. Benny ist vorher noch an mir vorbeigegangen und ich stand still rum. Der hätte mich killen können, hat aber nicht gemacht. Und du hast da unten gewartet, um ihn dann sauber wegzumachen. Da kann ich leider. Wo ist er denn? Nichts machen. Da wo man die Zahlen angeben muss, um den Crash zu verhindern. Genau da unten. Ah. Okay. Einfach klassisches Warten bei der Falle. Der Sack hat einfach oben an der hat auf meine, der, also, warte, also ich habe in der Falle gewartet und der Typ hat am Eingang der Falle gewartet, das kann nicht sein. Ich habe halt oben gestanden bei Records. Nein, ist okay, du hast meinen Play antizipiert. Und Benny ist halt an mir vorbeigelaufen, was, wenn er als Imposter, und der hat mich nicht gesehen, weil sonst wäre er ein Stück nach oben gelaufen. Ich habe sogar noch eine Sekunde gewartet, ob noch jemand hinterherkommt, aber da kam keiner, der Sack ist einfach stehen geblieben, das kann ich nicht. Ja, ich habe bei Records gesehen, dass das Netz 2, okay, ich warte noch kurz und dann, nee, sorry. Wie wenig gesagt worden ist. Gut, das ging ja dann recht fix. Ach nee. Ach nee, wo muss ich denken? Okay.
weit als geht wieder. Dann ist wieder der nächste tot. Nee, stopp, das ist ja der, den wir rausgebuttet haben, ne? Ich muss nochmal auf weit. Ah, ich kann nicht mehr drauf gucken. Oh, scheiß Safe. Also 0. 4. 2. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also okay. Ich würde sagen, Veit ist Imposter, weil er gerade einfach gefunden? Von der Leiche weggelaufen ist. Wo war die denn? Zwischen Records und Showers. Also so im oberen Bereich von Showers. Okay. Aber so ja, das passt zu dem, was ich gesehen habe. Also, Veit ist vor, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden in der Main Hall entgegengekommen. Der ist nach rechts gegangen. Muss übrigens sagen, wenn man versteht, wie das Safe geht, ist er tatsächlich wieder einfach. Also ich bin gerade zu müde für die ganzen Tasks hier. Den, wo man sich diese Kombination merken muss. Im Cargo Bay da links. Ah, ja. Naja. Also Veit ist Imposter. Okay. Ja. Ich truste Nico mal. Ich kann nicht ganz sicher sein, aber ich mach's einfach. Ja, okay, wenn er von der Wolle ist, dann ist es klar. Wenn es jetzt schief läuft, haben wir ein Problem. Max Janord? Kein Problem. Ja. Solange wir nicht im selben Team sind, ja. zerfleischen wir uns immer. Das wäre der geilste Double Kill aller Zeiten geworden, weil ich war nämlich beim rechten Code-Eingabeding und Veit war beim linken. Und ich dachte, die Idee wäre gewesen, wir töten jeweils eine Person und hauen dann ab, aber das hat Rob schon leider durchschaut. Es tut mir leid. Alles gut. So gut, ja. Ach, ja, ne? Wir waren noch nie im selben Imposter-Team, sondern was nicht passiert, ist ja alles gut. Ja, korrekt. Das war ja richtig unlucky, sowohl für dich als auch für Veit. Genau dann kommt da einer in dem Moment entgegen. Ja, es war aber wirklich. Das war wirklich unlucky, ey. Ja, vor allen Dingen habe ich mir gedacht, oh cool, mit Xehanort, ja, dann kann er dir was werden. Sag weg, Isa. Ja, sorry, ja. Ich spiele halt auch noch mit, sorry. Ja. Da steht Romschu genau an der falschen Stelle, dass er genau durchschauen kann, was da passiert. Ja. Naja, diese Übersicht, wo jemand ist halt schon stark, ne? Fucking Mastermind hier. Sorry. Okay. Alle bereit? Jo. Ja, ich bin bereit. Ich möchte gerne so eine dritte Klasse, so Schakal oder so. Oder Shakira. Wo? Die Hausmeisterklasse fände ich gut. Oh fuck. Ui! Ui! Interesting. So, pass auf, dann machen wir erstmal den Kollegen hier sauber. Dann setzen wir dem Kollegen hier Hüte auf. Ich glaube, Koms ist sabotiert, richtig? Nein, ich weiß es nicht. Nee, irgendwie ist gar nicht sabotiert. Da oben zufällig gerade jemand. Nein. Schade. Machen wir hier Bücher.
Hat Ni- Hä? Hat Nico den gerade nicht gesehen oder was? Hä? Bin ich gerade dumm? Oh, okay. Das war jetzt sehr interessant. Aber dass Nico den nicht reportet hat, hat er den nicht gesehen? Bin verwirrt. Jetzt wird er reportet. Der Mann ist ein zwei tot. Ja. Ja. Ich wollte schon den Button drücken, aber ja. Durch die, weil was kaputt ist, ging das nicht. Wir haben echt schon viel Zeit verlaufen lassen. Wo bist denn du? Im Hauptflur. Keine Ahnung, wie es so auf Englisch ist. Hauptflur? Also halt in der Mitte. Main Hall, okay. Main Hall, ja? Mein Hall. Ach scheiße, ich wollte den Knopf schon. Wollt ihr was Witziges hören? Ja, klar. Ich häng grad schon locker seit einer Minute am Safe. Gott, wie kann man denn den Safe nicht können? Jetzt ehrlich. Das ist der neue Running Gag. Ja. Es ist so dumm, ich overshoote es immer und dann setze ich das Ding komplett zurück. Das ist so scheiße mit der Maus, weil man ja auch noch diese scheiß Kurve drehen muss. Das ist mein aber Gott. Wahr. Conan, hier, du bist hier, wie heißt das? Wie nennt man das? Ich bin du im bist Cockpit. Von allen Vorrücken befreit. So. Ach so, ja, aber jetzt, ich habe ihn jetzt ja verstanden, den Safe. Ich kriege jetzt ja schneller hin. Wo warst du? Bist du Imposter? Nee. Okay, wo warst du? Ich war anfangs im Vault, dann bin ich über Gap Room, Record, Showers, Main Hall, hab da allerdings keine Leiche gesehen, also keine Ahnung. Engine Room, aber da war ich schon, wie gesagt, von einer Weile jetzt zum Schluss bin ich im Cockpit gewesen. Also ein Kill in der Main Hall, da ist einfach der Imposter durchgelaufen, hat gesehen, keiner ist da und dann knackt weg und dann ist er weitergelaufen, wa? Ich weiß nicht, wo genau liegt denn die Leiche in der Main Hall? Direkt recht mittig. Im also Hauptgang oder was? Ich glaube, genau. Ich glaube echt, es ist ein Durchlaufen und Kill-Dings gewesen. Also wenn es von Leiter. Ich frage mich nur, die Runde fängt an, nach 5 Sekunden, wer macht dann direkt die Lichter aus? Nur ist das so ein Conan-Move? Ich weiß nicht. Also ich war vor einer Weile in der Main Hall, aber das ist. Aber irgendjemand hat die Tür zugemacht. 3 Minuten her oder so. Ich habe leider kaum was gesehen und niemand, gar keinen Plan diesmal. Ich auch nicht. Ich war durchgehend. War eigentlich die ganze Runde alleine. Ja. Könnt ihr auch eigentlich sehen, wenn ihr alle. Wir können ja nicht skippen. Counterfight. Ja, ich wurde Fight, keine Ahnung. Wir haben nur 5 Sekunden. Ja, ich wollte Conan. Ah, sorry. Ja, irgendwas. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Die Zeit war so schnell rum, leider. Ja. Jetzt wird ich möchte immer sagen, immer wenn ich Scientist bin, weiß ich, okay, ich werde der Erste sein, der stirbt. Ich bin der Erste, der stirbt. Wer hat die Lichter ausgemacht? Ich. Ach, du Wichser. Ich sag das nicht. Das Geile ist, ich habe euch gerade in der Vote-Runde erstmal eine Minute mit meiner Safe-Story zugelabert. Er war überhaupt nicht am Safe. Ja, das fand ich auch ein bisschen fishy, aber ich habe es mal durchgehen lassen. Aber ich wollte eigentlich, ich habe zu spät. Ja, aber Benny, der war nicht im Hauptgang, der war in einem von den kleinen Nebenräumen. Nee, der war. Ich habe ihn doch selber da liegen sehen. Ja, stimmt. Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte vor den Memes auch Conan durchvoten lassen. Nico, ich muss dich was fragen. Ich find's sogar, ich find's auch gut, wie. Ich hab Reggie gekillt und du läufst durch. Ich dachte so, scheiße, ich bin tot. Nichts. Warum hast du dich überhaupt in mich verwandelt und standest dann an Nikos Leiche die ganze Zeit? Als ob du mich framen wolltest, obwohl ich schon tot bin. Weil ich komplett confused war, was passiert ist. Es kann sein, dass das Licht aus war in dem Moment. Ah, okay. Ja. Und dann habe ich aber ultra Glück gehabt bei dem Kill. Also ich bin müde, also das kann auch daran liegen. Aber nee, ich glaube, das Licht war aus. Das Licht ging aus, mein Gedanke. Ja, Conan muss es sein. Ich wurde richtig outplayed. Der Lichtausplay war diesmal. Ich hab's ja dann ja später auch nochmal aufgemacht, glaube ich. Ja, das Ding ist, er macht dann nach 5 Sekunden so einen dummen Move mit dem Licht. Hallo? Er ist normalerweise dumm, aber der war ja eigentlich doppelt Natzung für mich halt, weil so ich dich dann nicht genommen habe, weißt du?
Ja, deswegen war Conan auf meinem Kicker. Ich hab's aber nicht geschafft, irgendwie die Votes meme-mäßig auf Conan zu lenken. Dafür war die Zeit nicht lang genug. Ja. Aber wäre auch nicht gewusst gewesen. Das war einfach nur random dann. Ja. Ja. Also ich wäre ready für den Dienst. Gut. Ja. Schaffen wir einen Xehan Rock You Imposter-Runde? Ich hoffe. Dann killen wir einfach keinen und den. Da wissen wir auch, was es ist. Dann haben wir alle den Safe. Okay. Ganz normale, klassische Runde. Ohne Safe. Yay, ich hab Safe. Och nein, ich sehe jetzt erst, dass ich... Oh nee, das ist so... Okay, wir starten mit der 1. Okay, schade. Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir direkt die 2 gefunden hätten. Ja, aber immerhin. Als drittes, die 2 finden ist auch gut. Jetzt die 3, schade. Jetzt die 3. Okay, wir wissen schon, wo die 4 ist. Muss die 5 1 davon da. Och, jetzt muss ich trotzdem alles ablaufen. 5. Ah, natürlich nicht. Also dann 5. 6. Und ganz oben ist die 7. Oh, yes. Ist klar. Ist klar. Ja, da kommt sabotiert, das weiß ich leider nicht. Okay. Weiß ich es wieder. Oh, da sind schon mehrere tot. Das ist nicht so gut. Das wird gleich durch sein. Das wird gleich over sein. Okay, ich werde reported. Ding dong. Oh, ich habe den Conan gefunden. Mhm. Der Conan liegt in Electrical. Ja, das dachte ich mir. Ich habe ihn getrackt und ich dachte mir, wow, Conan scheint echt nicht so zu sein, weil er die ganze Zeit in Electrical... Wahrscheinlich hatte der die Task mit den vielen Schaltern. Ja. Na gut sein, ja. Korrekt. Genau, also Xehan war... kurz vor Ende noch im Vault und ist dann mit mir runtergegangen. Ja, ich habe jetzt ich habe in der Kitchen gerade den Burger gemacht. Ja, das kann sein. Also ich bin ganz am Ende im Viewing Deck, den Upload machen. Ja, ich war erst im Viewing Deck und bin dann hoch zu. Jetzt bin ich gerade in Communication. Ach stimmt, du warst auch da, ja. Ja, Nico ist an mir vorbeigegangen, genau. Genau, und dann war ich mit Reggie im Vault und vorher hatte ich aber auch niemanden gesehen. Ich war Main Hall gespawnt, war dann kurz das mit den Handtüchern machen und war dann wieder nach links gegangen. Das war meine Runde. Ja, stark. Ich hab irgendwann gesehen. Also Benny habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Beim Fight bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob ich ihn mal gesehen habe. Ich glaube ja, weil das ist auch schon was her. Wir haben direkt uns am Anfang gesehen. Da sind die durch Toiletten gegangen. Ach stimmt, stimmt, du hast ja gesagt, ich hab den Safe Task, genau, ja. Stimmt, ja, hast recht. Ich hab sogar mitgezählt, 9 Sekunden. Okay. Nice. Es ist halt wirklich nicht schwer. Und war dir da irgendwer begegnet? Also beim Safe? Ja, Rocktür war glaube ich noch da. Oh. Dann... Aha. Keine Ahnung, wo er dann... Aber ich glaube, er ist auch tot. Okay. Ich weiß es nicht. Gut, also ich glaube nicht, dass es Xehan ist. Alle anderen weiß ich nicht. Also, Benny wäre ja theoretisch in der Nähe von Conan gewesen. Also, hätte auf jeden Fall in der Zeit dahin gehen können. Wir müssen voten. Dann voten wir Benny, Reggie? Keine Ahnung. Ich nehme es ja. Ich bin in den Main-Hall. Ich bin jetzt gerade an der Leiter richtig. RIP.
Huch, das tut mir aber leid. Alter, ja. Nico sagt nicht ein Wort, es interessiert keinen. Ich hab ihn aber gewohnt. Ich hab doch sogar was gesagt diesmal. Ja, Nico hat, aber Nico hat auch gesagt, er ist müde. Ich hätte es ihm jetzt sogar sagen, jetzt abgekauft, einfach nichts zu sagen. Ja, ich habe diese Runde mehr gesagt als die letzten drei. Das stimmt, ja. Wäre irgendwer anders gestorben, außer Connor, dann hätte ich was Sinnvolles sagen können, aber so hatte ich einfach gar keine Info. Ich habe Robju wirklich gleich am Anfang der Runde gekillt, bin dann gewendet und dann so schnell wie es geht auf die komplett andere Seite der Map gelaufen, da habe ich dich dann getroffen. Immer auf den Besten, ich hasse es. Ja, sorry, du bist tatsächlich, ich wollte so schnell wie möglich killen und du bist die erste Person, die mir auch über den Weg gelaufen ist. Tatsächlich. Ja, ist ja, ja, ich verstehe das. Bei mir war es ja einmal Nico, der direkt leiden musste. Ja. So, kann man nichts machen. Wie viel sind wir? Zwei. Bei 51. Eine Runde geht noch. Ja. Kann doch nicht sein, dass ich keine Doppelrunde mit Xern hinkriege hier. Wir hören erst auf, wenn wir Connens Alter. Vor allem, weil ich jetzt dreimal hintereinander im Potsdam war oder so. Ja, aber nie mit mir, unfair. Jetzt aber mit mir. Gut, wir machen wieder Tasks. Ist der Safe dabei? Nein. Aber Electrical haben wir wieder die zwei Geschichten hier. Oh, jetzt muss ich da ganz außen rum. Oh, nee. Oh, okay, hier sind gerade ganz schön viele. Hier könnte der Imposter dabei gewesen sein, ne? Müssen wir mal fest. Oh, fuck. Hier waren Reggie, Benny und... Yo! Ja, Reggie hat gerade Benny weggeballert. Im Electrical. Ja, ich wollte gerade... ich habe gerade noch so gesagt, es sind hier vier Leute. Ohne safe. Hier waren Reggie, Benny und ich und Robjo, genau. Hast du Reggie gesehen, Colin? Nur kurz an uns vorbeilaufen. Du warst ja, so ein bisschen hinter mir. Das reicht mir, wenn es ist. Wo hast du denn die Leiche gesehen? Electrical. Ja, davor war Benny in Electrical. Wir sind alle in Electrical im Prinzip gewesen. Er ist kurz rechts, unten in der Ecke. Und ich bin dann, da ich gecheckt habe, dass du die Tasks machst, bin ich schnell zurückgelaufen, wo Reggie und Benny waren. Und dann habe ich die Leiche von Benny gesehen und Reggie habe ich noch zurück wegrennen sehen. Also bleibt nur er. Ich bin in Electrical, das stimmt, aber ich habe niemanden gekillt. Ja, wer soll sonst gewesen sein? Ganz rein theoretisch. wahrscheinlich du, wenn du es mir jetzt in die Schuhe schieben willst. Nein, aber waren wir jetzt dann gerade alle in Electrical oder wie? Weil ich bin jetzt auch gerade von links. Ja, also ich habe eben noch gerade zum Chat gesagt, zum Chat wahrscheinlich. Zu den Zuschauern habe ich gerade noch gesagt, jetzt sind gerade so viele in Electrical, da könnte ein Imposter dabei sein. Und wie gesagt, wahrgenommen habe ich hinter mir Rockschuh und Joe ist sozusagen hinter mir mitgelaufen, dann kam uns Benny entgegen, dann kam uns Reggie entgegen und dann kam der Report. Und dann ich bitte nur einmal im Leben um dein Vertrauen, Reggie, ist es. Ja, ich vertraue dir an sich ja auch. Wir gucken, was passiert. Das Ding ist, was klar ist, wenn es Reggie jetzt nicht ist, dann ist es definitiv Robschuh gewesen. Also ganz kurz, ich habe keine Ahnung, ich war meilenweit weg, aber okay, das scheint euch allein zu sein. Also es würde mich jetzt sehr wundern. Ich will nur sagen, ich stehe dafür nicht mit meinem Namen, ich war meilenweit weg. Gruppenzwang. Ja, okay. Sag ich doch. Ich habe nicht gelogen übrigens. So, dann machen wir mal hier weiter. Das Gute ist, jetzt ist ein Imposter schon raus. Damit haben wir ein bisschen mehr Puffer. Oh, hier geht's gar nicht längs. Electrical muss ich noch runter. Stimmt, den habe ich ja, der wurde ja mehr abgebrochen. Der wurde mir ja abgebrochen, der Kollege hier. Oh, ich... So, machen wir wieder einen Burger, wenn ich das richtig sehe. Jawollo. Okay, das ist ein sehr interessanter Burger. Der hat gar keine Semmel.
Der hat Salat, Patty, Patty, Tomate, Salat. Also das würde ich jetzt ja nicht so... Nee. Nee. Das funktioniert, das ist ekelhaft. Da ist ja, egal wie du den isst, hast du auf jeden Fall danach schmutzige Finger. Nee. Nee. Bruder. Und jetzt haben wir nur noch da oben zwei Tasten. Ja, wunderbar. Und dann könnten wir mal den Meeting-Knopf drücken und gucken, was passiert. Ob schon mehr tot sind. Ne? Ja, alles gut. Komms kann gerne sabotiert sein. Dafür können wir nämlich gleich den Meeting-Knopf drücken. Dann ist das mit Komms auch wurscht. 4, 6, 4, 9, 8. Eine Zahl hätte mir noch gefehlt beim Code oben, aber ist in Ordnung. Ja, dann sag das doch. Ich hab das. Werden eigentlich, wenn ich oben bei Records mir diese Karte angucke, wie da Menschen sind, wenn eine Leiche jetzt bei. Nehmen wir an, da ist eine Leiche und ein Imposter bei Showers. Werden mir dann zwei Menschen angezeigt oder nur einer? Ich glaube, Showers ist eine andere Location als Records. Ja, ich meine, wenn in Showers zwei Mannequins sind, einer lebt, ja. Einer tot. Wird mir dann einer angezeigt oder zwei? Achso, nee, das sind zwei. Also tote Personen werden auch als ein Mannequin angezeigt auf der Admin-Karte. Okay, das heißt, in den Schau... Oh, das habe ich nicht... Das habe ich nicht gewusst, deswegen habe ich nicht zu... Habe ich nicht schnell genug geschaltet. Mhm. Du warst bei Cargo Bay. Hast du den Safe gemacht? Ich habe den... Ja, ich habe den Safe gemacht. Diesmal warst du schneller. Diesmal glaube ich dir das. Ey, wehe, du lügst. Nexian weiß an sich, wie er geht, deswegen war es etwas unglaubwürdig von, als er gesagt hat, er hat lange dafür gebraucht, aber... Hab den Safe gemacht und habe ich gesehen, dass das Licht aus war, es ging aber ja, gerade wieder an, als ich den Lichthalter erreicht habe. Ich habe spät realisiert, wie diese Anzeige funktioniert bei Toten und Lebendigen, weil da waren relativ... In den Showers waren lange zwei, dann war da lange Zeit nur ein einziger und dann habe ich so gesagt, okay, bevor jetzt... Dann war Comms ausgeschaltet, dann musste ich sowieso laufen und dann bin ich... fast dort vorbeigerannt und habe ich gesagt, Moment, da ist da gerade das Reporting aufgegangen und dann... Ja, verstehe. Ja. Aber ich weiß nicht... Was hast du sonst noch so gesehen? Das ist alles, was ich gesehen habe. Ich war sehr lange bei Records. Mir sind... Ja, Nico, also ich habe niemanden Nico gesehen. Nico ist an mir vorbeigelaufen, der hat nicht mal nach oben geguckt, also ich weiß nicht. Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, richtig, am Anfang. Und Fight kenne ich nur als Leiche bei Schauers. Conan, wo warst du denn? Also ich bin Kitchen, habe ich einen super ekelhaften Burger zusammengestellt. Salat, Patty Patty, Tomate, Salat. Okay. Das geht gar nicht, du bist es. Das geht! Das geht, guck das Video! Das ist super eklig. Ganz kurz, wir haben noch Leute, wir haben noch 15 ein Sekunden. Ein Burger ohne Semmel. Wollen wir skippen, weil es gibt ja nur einen Imposter. Ja, also ich bin so gut wie fertig mit meinen Dings. Ja, okay, komm. Okay. Aha. Okay. Ja, Nico hat sehr viel gesagt, deswegen. So. Aber ich bin noch gar nicht fertig mehr mit Task. Achso. Jetzt muss ich nur so starten, dass ich bei meinen Tasks oben lande. Main Hall wahrscheinlich am schnellsten. Na ja, Main Hall geht am schnellsten. Ich weiß ja, wo die sind, also ist es mir eigentlich gerade völlig schnuppe. Hallo? Achso. Ach, diese Tür. Also ist es mir eigentlich gerade völlig schnuppe, dass Comp sabotiert ist. Komms juckt mich nicht das Böhnchen. So, jetzt endlich den Code da hinten eingeben. Und dann haben wir's. Dann habe ich meine Tasks weg. 4, 6, 4, 8. Zack. Sehr schön. Okay, jetzt ist halt die Frage. Soll ich den drücken? Oder wie machen wir es? Nee, jetzt kann ich mich drum kümmern, dass Comps sofort wieder läuft, wenn Comps aus ist. Kann man auch machen. Alter!
Viewing Deck, Viewing Deck. Oh, okay. Ja, du bist so ein Wichser. Fuck. Ey, das hat mich so angekotzt. Ich wollte ich wollt fast schon für dich voten. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mehr zum fucking Button. Ey, Xer wollte einfach zeigen, dass er das Ganze auch allein schaffen kann, weißt du? Ich habe keinen Kill gemacht, er schafft's trotzdem irgendwie. Ja, der Kenner macht gegen einen Elektriker, war gut, weil das Problem war, ich habe nicht die ganze Situation gesehen, weil ich wusste nicht, dass so viele Leute in Elektriker waren. Ich bin von rechts reingekommen. Ja, Ich bin von rechts reingekommen, ich habe Reggie gesehen, ich habe Benny gesehen, ich dachte, alles klar, easy, hab Benny getötet. Und dann bin ich nach rechts wieder rausgegangen, weil ich dachte, Reggie kommt jetzt mit und wir machen irgendwo Double Kill und dann kam aber der Report. Also mich hat gerade so keiner gesehen. Oh. Also ich, sorry, dass ich dich unter den Bus geworfen habe, Reggie, das war natürlich kein Abbrechen. Conan, wenn du nicht Comps fixen kannst, lass es. Du stehst da 100 Jahre und ich frage mich dann auf einmal, ist meine Folgerung falsch? Ist es doch Conan und auf einmal stirbst du? Weil... Ich konnte dann nicht mehr... Als ich gecheckt habe, dass du es doch nicht sein kannst, war es schon zu spät. Vor allen Dingen, ich hatte voll Schiss, weil ich hatte Nico gekillt unten links. Und musste dann irgendwie 50 Sekunden verbraten und ich bin nur die ganze Zeit auf und ab gelaufen in der Main Hall und es ist Conan an mir vorbeigelaufen und Robchu und dann nochmal Conan und nochmal Robchu. Ich dachte so, fuck, fällt denen auf, dass ich nur hin und her laufe, aber ich glaube, ja, mir ist das aufgefallen, aber das Ding ist, ich war nach meiner letzten Task, war ich am Button, habe überlegt, soll ich den Button schon drücken oder nicht, aber schlauer gewesen. Ich musste halt Zeit vertrödeln, weil ich halt nichts machen konnte sonst. Ich habe zu spät geschaltet, als das, dieses Links-Rechts habe ich zu spät gecheckt und ich wusste halt nicht, dass Nico schon tot ist. Deswegen und ich wollte auch gerne noch mit Emergencies callen. Das Problem ist nur, ich konnte keine Emergencies callen, weil die ganze Zeit noch Comms aus war. Danke, Conan. Ich möchte mal sagen, wenn Xian sagt, dass er gerade den Tresor macht, dann ist er ein Poster. Ja, ich fand's auch witzig, Xian, wie du meintest, ja, wir machen einfach Tasks und skippen. Obwohl die Tasks erst so bei 50% waren. Ja, natürlich, das war mir bewusst. Ja. Ich zitiere Romeo, ey, du lügst mich an. Ja, ja. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe das zu spät geschaltet. Deswegen ist erstens, ich wusste nicht, dass Nico schon tot ist, was natürlich scheiße für uns ist. Und als ich realisiert habe, dass ich halt weg muss, weil ich war dann verwirrt, weil Conan einfach diese scheiß Comms nicht gefixt hat. Feierabend. Schaffst du denn nicht? Comms war gefixt, die Zeit bis zu dem Button ist unmöglich zu schaffen dann. Ja, als Comms gefixt war, war gerade mein Kill-Cooldown weg und dann einfach wegkommen. Ach so, wenn Comms aus ist, kann man den Button oben gar nicht drücken. Ja, richtig. Ah, dann habe ich mich ja nicht mal falsch entschieden. Du hast den Sieg vor uns verhindert, richtig. Allgemein bei jedem Sabotage ist das ein... Ah, dann hat es nur angezeigt, dass man ihn drücken kann, aber es wäre nichts passiert. Okay, ich verstehe. Ja, Cannabis, genau. Darf ich mal kurz sagen, die scheiß Türen, ich hasse es. Ja, die sind stressig. Ich hasse alles am Airship, um ehrlich zu sein. Ja, das Ding ist jetzt, wir haben 1:03. Wenn ich den Part beende, wollen wir noch einen aufnehmen oder... Wir können auch einmal Fangel spielen. Wollen wir noch den Part ein bisschen länger machen und noch Fangel spielen? Oder halt im nächsten Part, mir ist es wurscht. Bin mir unsicher, ob ich noch bei noch einer Aufnahme dabei wäre. Das ist die Frage. Ja, ich auch. Ich dachte so, ja. Es ist eher... Dann lieber noch 2 Runden Fangel und der Part ist ein bisschen länger? Ja. Für die Fans. Okay. Boah, ich werde dich so töten, Xian. Ich werde dich so umbringen. Bis aufs Blut, Junge. Bis aufs Blut. Bis aufs Blut. Also nächstes Mal, wenn ich wieder mit Xian Imposter bin, dann schiebe ich ihm das in die Schuhe. Da habe ich Reggie direkt enttarnt, weil er nichts gemacht hat. Ich konnte in der Sekunde nichts anderes machen, Reggie. Tut mir leid nochmal. Warte, wie funktioniert jetzt Hide and Seek? Fand ich so geil, dass Reggie schuld war, weil er nichts gemacht hat. Aber du warst halt der Einzige, den ich gesehen habe. Interessante Kombination. Ich habe halt keine Ahnung hier mehr von den Tasks, ne? Das wird jetzt unangenehm. Was war das hier? Oh. Keine Ahnung. Okay. Dinge sind ich habe keine Ahnung mehr.
Da gab es irgend so ein Gewächshaus, da konnte man, glaube ich, was machen. Ja, hier, aber ich weiß nicht mehr was. Verdammt. Was steht denn alles? Help Quitter, Replace Water Chuck, Monitor. Stimmt, da konnten wir so einen Pilz irgendwie beobachten, ne? Komm, ich kill den jetzt, dass der weg ist. Wurscht. Robcho wird sicherlich auch gerade killen und dann müssen wir gar nicht viel diskutieren mit Leuten, was wir gemacht haben. Ich habe nämlich. Hier hat man die Satellitenschüssel wieder richtig gestellt, ne? Ja. Daran erinnere ich mich. Das kann ich auch gemacht haben. Cafeteria, Empty Bar, Garbage könnte ich auch gemacht haben. Ja. Oh, da drüben waren einige drin, hatte ich gesehen. Oh, guck mal. Hier liegt noch einer. Wir reporten aber nicht, weil sonst müssen wir nur quatschen. Ich will gar nicht ins Quatschen reinkommen. Ich will einfach noch einen killen. Okay, so viel dazu. Das ist so lange her. Ich dachte, ich drücke mal. Aber die können ja maximal nur einen rausrouten. Hallo. Kann es sein, dass die Map riesig ist? Ja. Ja, okay. Benny ist mir tatsächlich zweimal über den Weg gelaufen, während wir gespielt haben. Zuletzt vor circa einer Minute oder so. Der ist der Einzige, den ich irgendwie immer gesehen habe. Und zwar ganz am Anfang. Das ausgerechnet, der ist schon tot. Benny habe ich auch. Ja. Ich glaube, im Greenhouse habe ich ihn mal gesehen. Ja, genau. Wo hast du ihn denn gefunden? Der wurde nicht gefunden. Es wurde im Meeting gecallt. Ja. Ach so. Ich habe ihn also, wir wissen nicht, wo er liegt. Wer war denn da eben im Greenhouse? Ich. Ah, dann habe ich dich kurz gesehen. Okay, alles klar. Ja, ich habe dich auch kurz gesehen, ja. Kann ich bestätigen. Also ich bin gerade die Seilbahn runtergerutscht, da waren einige in diesem Mining Pit, aber das... Ja, ich bin die ganze Zeit nur zwischen Greenhouse und Laboratory hin und her gelaufen, weil ich im Laboratory einen 30 Sekunden Wartetask hatte. War jemand in der Kitchen? Ich war die ganze Zeit in der Kitchen, ja. Und ich war ganz am Anfang einmal in der Kitchen. Hast du auch so einen ekelhaften Burger gemacht? Nee, ich habe geangelt, ich habe ekelhafte Fische gemacht. Oh Gott, das Angeln ist doch richtig scheiße. Ich musste ganz am Anfang musste ich den Generator aufladen. Das musste ich auch machen, ja. Okay. Was musst du im Fight machen? Ich habe den Safe gemacht. Okay. Okay. Mensch, nimm's nicht den Code, ihr Trottel, was soll denn das? Ihr könnt doch nicht hier meinen Kollegen einfach rausvoten, ey. Conan, so, fuck, kickt euch, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab den Safe gemacht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es hier gar kein Safe gibt. Ja, richtig. Ihr Wichser, ach, kommt schon, wollt ihr verlieren oder was? Ich bin so doof, ey. Hä? So gibt's ja wirklich so Safe? Nein! Er hat doch nein, nur aber Fight hat uns halt jetzt leicht in die Karten Leute, gespielt, dass ihn ausvotet. Das war doch einfach nur ein. Ah, mein Gott, ey, Jokes kann man nicht hinnehmen. Man darf keine Witze machen. Ich glaube, ich habe die Map noch nie gespielt vorher. Ja, das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Ich weiß nicht, ob Fighty mal gespielt hat, deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass er das so also sagt. Ja, ich hab jetzt auch einfach gedacht, ach komm, das ist ein verwirrter Imposter. Das Lustige ist, als er gerade als Nicht-Imposter angedeutet war, war tatsächlich echt, weil ich dachte ganz kurz, ich will gerade einen Imposter rausworten. Ich war ja selber Imposter. ich wollte dich rausvoten, wäre lustig gewesen. Ja, ich wusste nur, dass es Reggie wahrscheinlich nicht ist, anhand seiner Ausführung. Alles andere war offen, deswegen eigentlich, dachte ich, ja. Ich wollte eigentlich gerade ansetzen, hier Conan zu verdächtigen, aber dann hat jemand gesagt, ich habe Safe gemacht. Und dann haben Leute einfach angefangen, ihn zu voten. Das ist aber auch eine komplett dumme und unproduktive Aussage. Ja, aber es war funny und ihr bestraft euch. Ja, ist es auch, aber ich find's legitim, Leute für sowas rauszuvoten. Ja, ich wurde nicht gleich raus, aus legitimen Gründen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch dran gedacht, dass ich Imposter bin und ihn gewotet. Jetzt ganz zum Schluss, als es dann Deutschland geworden ist, Imposter, genau dachte ich so, hä? Aber ja, logisch. Ey, ihr habt den safe gemacht. Nächste Runde spiel ich mal ernst. So, ich lass alles durchgehen. Ja, wir haben ja auch nicht mehr so viel Runde. Wenn jemanden killt, sehe ich nichts. Wird auf jeden Fall mein Partname. Ich habe den Safe gemacht. So, jetzt können wir wieder lernen, was es hier wirklich an Tasks gab.
Ach ja. Hat man ja Sport gemacht hier bei dem Quatsch. Das war laut. Oh ne, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt weiß ich nicht, was ich noch... Mann, wo ist denn das jetzt wieder? Komm's Ding. Oh fuck, das ist ganz woanders. Ach nee. Hatte ich hier nicht noch irgendwelche... Ach nee. Jetzt muss man erst bis Koms geht. Ach, ich weiß noch nicht, wo ich hin... Da ist was. Ich muss mir echt mal angewöhnen zu merken, wo ich, ne, Sachen machen muss. Weil jetzt killen die halt in der Zwischenzeit, das ist nicht so gut. Killen die halt, ja, okay, Gott sei Dank. Oh, schon zwei. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, zuerst die Comps zu aktivieren, aber es ist bei unter der Mining Pit, kurz vor Nacht, kurz über der Leiter und mir kam vorher Nico entgegen, der die Leiche hätte sehen müssen. Mhm. Ja, also ich habe nichts gesehen, weil ich stehe seit einer Minute an den Comps und warte, dass jemand den anderen macht. Ja, ich war gerade auf dem Weg und dann kam mir Nico entgegen, ich laufe hoch und wollte gerade das fixen und dann habe ich die Leiche gesehen und ich glaube... Das passt, also die Story passt, weil Reggie war bei meinem Comms und ist dann nach unten gegangen, weil er wahrscheinlich zu deinem war oder zu dem anderen wollte, weil ich den oberen gemacht habe und er ist auf dem Weg wahrscheinlich gekillt worden. Okay, Nico, also, bist du müde oder hast du getötet? Also ich bin aus Richtung, was ist das da oben? Ich kann es nicht lesen, weil die Symbole drüber sind. Oben rechts. Das mit C. Ja, genau, das mit C und bin ich runter und dann... Also, ja, nach ganz unten gegangen, aber ich habe keine Leiche gesehen. Naja, du bist also halt über Green, das ist eine Leiter und da haben wir uns getroffen und über der Leiter gibt es nur einen Weg von oben rechts und du hättest die Leiche sehen müssen. Also Nico ist angeblich da vorbeigegangen, wo ich stehe. Das Ding ist, es kann sein, dass ich ihn nicht gesehen habe, weil ich, wie gesagt, die ganze Zeit im Comms-Menü war. Ja, aber er hätte die Leiche eigentlich sehen müssen, von daher ist er mir zu verdächtig, dann vote ich ihn auch. Ich vertraue dir. Also ich würde sagen, ja... Ich bin grundsätzlich gegen die Todesstrafe. Ich finde, ihr solltet das nochmal. Ja, deswegen wohnt ihr auch nicht in Indonesien, nur wie gewisse andere Menschen. Nee, ja. Du, wir töten dich ja nicht, wir schicken dich ja nur auf ein Boot. Das ist richtig. Ja, okay. Und das Boot fängt dann irgendwann an zu brennen, aber das ist halt so ein Nebeneffekt. Oh mein Gott, wie konnte das nur passieren? Sorry, Nico, das war zu verdächtig, es tut mir leid. Na gut. Okay, so, ich sehe halt trotzdem jetzt nicht, was meine Tasks sind. Ey, ich muss mir das mal angewöhnen zu merken, wo das... Muss ich angeln? Nein, Gott sei Dank. Haben wir hier im Wald irgendwas zu erleben? Ah! Nein, da oben bei der Cafeteria ist noch was. Gulli. Oh, komm schon. Ach, das ist das Wasser von vorne. Ja, ergibt Sinn. Aber es sind schon zwei tot. Es darf nicht... Doch, jetzt darf noch... Einer darf noch sterben, weil wir einen Imposter raus haben. Doch. Theoretisch kann es noch gut. Okay, jetzt sind alle drei sind nur noch hier unten. Alle drei sind hier unten. Okay. Infos? Ich hasse diesen Pilzeffekt, weil ich jetzt nicht weiß, wer es war. Wo bist du? Unten Jungle, ganz oben. Also Top-Jungle sozusagen. Wo ist denn Jungle? Ach, da ist Jungle, okay. Und ganz oben, okay. Mitte. Okay, ist mir leider gerade einer entgegengekommen, aber ich kann durch den blöden Scheißdreck-Pilzeffekt nicht sagen, hundertprozentig, wer es war. Ich war noch am Comms fixen und bin dann nach oben gegangen und mir ist da Benny entgegengekommen, der Richtung nach unten gelaufen ist. Ja, nee, ich hab
Reaktor. Du hast mich nicht gesehen, willst du das sagen? Doch, das habe ich gesehen. Das, das hast du ja dort gefixt und dann bin ich halt runter. Ja, das Reaktor. Ding ist, die Person sah dunkel aus, aber ich meine, dass der Pilzeffekt noch lief. Und der Pilzeffekt verhunzt das alles. Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, nicht, dass du mich jetzt verarscht. Ich? Ja. Nee, ich war's nicht. Ich hab doch schon den ersten Imposter hier reported und ausfindig gemacht. Also. Ja, dann kannst du jetzt auch. Ich für meinen Teil fühle mich sehr safe. Also ich bin jetzt gerade auch beim Lager. Übersehe ich irgendwas? Also wenn du dich safe findest und ich dir vertrauen sollte, müssen wir Benny voten. Von Conan weiß ich einfach gar nichts über die Runde. Der hat so wenig gemacht. Ich habe nicht wenig gemacht. Ich habe durch den Comms Mist die ganze Zeit den Strand abgesucht nach meinen Sachen und ihn nicht gefunden. Ja, ich meine, innerhalb der gesellschaftlichen Dynamik. Ach so. Ja, komm in den Benny, so, komm. Na, dann vertraue ich dir jetzt. Okay. Ich hab doch schon den Imposter hier. Ja, das kann ja alles. Du hast ganz fiese Tricks drauf. Ich würde höchstens Xehanort verraten, aber niemals, aber niemals Nico. Dieser Pilzeffekt ist ja richtig sadistisch. Ich wusste durch den Pilzeffekt nicht mal selber, wer mich gekillt hat. Ja, ich habe auch gedacht, hätte noch ein Stückchen warten müssen, um zu gucken, aber das Ding ist, ich glaube, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, was da passiert ist. Ich glaube, der Pilzeffekt war. Und dann kam Conan entgegen und hat nur gesehen, dass ein Pilz einen anderen Pilz getötet hat und der andere Pilz hat sich dann schnell unsichtbar gemacht, bevor er wieder sichtbar geworden wäre. Dass wir beide Male, beide im Post Ich habe nicht mal deine Leiche gesehen, ich habe den Report-Button gesehen. Ja. Ja gut, aber ich meine, also Benny hat eigentlich alles richtig gemacht, weil Conan hatte keine Möglichkeit rauszufinden, dass er es ist. Ja. Also wenn Benny ein bisschen geschickter argumentiert hätte, hätte er mich gegen überhaupt schon theoretisch Spaß machen. Benny hat das eigentlich optimal gespielt tatsächlich. Ja, aber ich war halt schon safe, weil ich halt Nico schon ausgelöst habe. Ja, das eben, also das ist das Problem. Eigentlich Robjoel wäre der gewesen, der hätte sterben müssen, eigentlich. Aber kann man sich manchmal nicht aussuchen. Ich hab ein Déjà-vu. Kann man sich manchmal nicht aussuchen. Weil wahrscheinlich wäre ich das stattdessen gewesen in der Situation. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Tatsächlich, ich glaube, ich hätte sogar Conan verdächtigt. Ja, ich habe Conan ein bisschen verdächtigt, weil er so, soll ich dir jetzt vertrauen? Ja, aber ja. Beide Male kommen mir beide entgegen. Ja, kann man nichts machen. Ja. Ja. Okay. Wollt ihr noch eine Runde? Eine Runde noch. Gut. Hey, geil. Okay. Komm schon, so, jetzt komm, aber den Poster wechseln. Komm, jetzt aber Robschu, komm, los. Wir killen niemanden. 20 Minuten Runde. Da müssen wir mal irgendwann in den nächsten Wochen noch Hide and Seek spielen, wenn wir heute gar nicht zu Hide and Seek kommen. Genau, können wir machen. Oh, Bruder. Wir beenden mit einer Phantomrolle. Sachen gibt's. Oh, pass auf, wir haben jetzt gelernt. Wir haben hier die Flasche. Das kann ich tun. Und die Flasche beendet sich dann hier drüben, ne? Genau. Okay, Reggie hat gerade Nico gekillt. Das heißt, ich bewege mich zwar gerade von dem Tatort weg. Aber dann machen wir das so hier. Machen wir hier mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier 40 Sekunden lang aufhalten kann. Wer schneller tötet, Reggie oder ich? Da ist Wopchu. Das Ding ist, Wopchu findet da unten gleich die Leiche, ne? Okay, pass auf. Oh oh. Ja, das war easy. Ja, okay. Ja, gut.
Ich wollte gerade noch so comedyhaft ein bisschen mit Robcho um die Leiche rumstehen. Ja, mach das. Das fand ich damit gut. Wir so ein bisschen, damit wir mal so ein bisschen überlegen können, was da vielleicht passieren sein könnte. Dann kommt Conan der Sack von hinten und tötet mich. Es hat halt nur noch einer gefehlt. Also mir war völlig egal. Ich bin runtergescrollt. Ich wollte meine Task machen, sich, Moment, das mit Pop. Ich mache erstmal meine Task. Ja, ich habe erstmal meine Task gemacht. Weil ich wusste ja, also du kamst ja, du musst ja von unten gekommen sein, also Mr. Conan. Und das heißt, war für mich relativ klar, wird es wohl sein, aber ich habe nicht erwartet, dass es noch einen Kill braucht, bis das Game vorbei ist. Ja, ich habe im Prinzip da oben nur meine 50 Sekunden abgewartet, um irgendjemanden zu töten noch. Ja, das ist schon, ich hab die Zeit, den Ablauf der Zeit ein wenig unterschätzt. Aber es wäre lustig, ich habe Xian die ganze Zeit hier angefickt, die das war mir voll. Ich hatte gehofft, dass du im Imposter bist, Robcho, und dass wir trotzdem einfach gemeinsame Sachen machen. Ey, wäre ich Imposter gewesen, ich hätte dich nicht gekillt. Ja, ich hab versucht, dir klar zu machen, ey, wir sind ein Team, egal was ist. Beide Crewmates, ey. Mann. Ja, ich war so oben, okay, die gehen beide runter, die werden gleich die Leiche porten, verdammt, ich krieg den letzten Kill nicht raus. Und dann stehen die da einfach rum. Und jetzt pausieren wir beide 5 Sekunden und sondieren die Lage und dann kommt Conan natürlich. Ja, und killt einfach, als würde er uns nicht kennen. Er macht da kurz einen Prozess. Aber ist ja in Ordnung. Es war sehr gut, dass ich gesehen habe, dass Veggie direkt den ersten Kill gemacht hat. Dann habe ich mir Counter geschnappt als zweiten. Dann habe ich halt gewartet 50 Sekunden. Und ich habe gedacht, Veggie könnte ja auch noch 50 Sekunden warten. Er muss ja auch dann gleich den nächsten Kill theoretisch. Ja, also bei mir war da niemand mehr, permanent mit den Aufgaben unterbrochen wird. 50 Sekunden klingt erstmal viel, aber in so einem Ingame, das sind gefühlt 30 Schritte und dann ist die Zeit schon vorbei. Also, ja. Also Benny hat es noch nicht erwischt, ich habe mich oben die ganze Zeit bei Benny aufgehalten, aber da ging es nicht runter. Einfach beide Crewmates, kann nicht wahr sein. Ja. Yeah. So, ja, wenn es die letzte Runde gewesen ist, dann ist die erfolgreich für mich gelaufen. Und für Veggie. Wenn wir eigentlich nicht zulassen, aber so ist es nun mal. Gut. Nächstes Mal, Leute. Vielleicht kriegen wir es ja im Laufe der nächsten Woche nochmal hin, wir werden es sehen. Im letzten Jahr. Ich bedanke an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Schuss. Und bitte like das Video, kommentiert, wie geil ich gespielt habe. Danke. Genau. Jo. Alles klar, tschüss. Danke an euch alle fürs dabei sein. Tschüss. Tschüss. Meine Dusche trötet. Ich muss jetzt nämlich leider auch gleich pennen gehen, weil